Jö, dann wollen wir mal drücken. Wir haben einen riesigen Archmage mit Vollbart. Wir haben einen kleinen Archmage mit Vollbart. Und einen normalen Archmage mit Vollbart. Also das Leben wird schon mal nicht lang. Flexibel und schubst Gegner weg. Ist ein Basketballspieler und Gegner können ihn nicht oder sie es nicht wegschubsen. Und klein. Glaube ich dem kleinen. So, 2200 Gold. Erstmal Ausrüstung gucken. Ich vergesse nämlich ganz gerne zwischen den Aufnahmen, was ich schon gekauft habe und was nicht. Magie mehr. 35 Gewicht mehr. Und hier plus ein Wampirissen? Nein, bestimmt nicht. Also ja, Gewicht klingt schon mal wichtig. 1, 2, 3, 2, ja. Und einmal das hier unten, damit wir es komplett haben. Und genau, das habe ich fast vergessen gehabt. So. Und jetzt haben wir nur noch 127 Gold. Sehr schön. Cyclen wir mal durch die Spells durch. Wir haben auch noch die Klinge. Wir haben diesen Feuerschutz. Und wir haben die hier, die wir schön spammen können, weil sie nicht zu viel kosten. So, die Klinge kostet auch noch 15. Hihi. Ja. Aber ich denke mal, das werden wir am meisten benutzen. So, lass uns rein. Wir wollen sterben. Boah, wie gesagt, Magier, wir werden höchstwahrscheinlich sterben. Falsche Wortwahl. Wir werden auf jeden Fall sterben. Aber mit Magier geht es schneller, als man denkt. Oh. Das heißt, ich sollte eigentlich auch wieder Truhen suchen. Und nicht versuchen, alle Gegner umzubringen. Aber hey, der kann auch ganz gut one-hitten für so einen Magier. Bist du ein Doom, was? Nein. Oh, ich habe irgendwas anderes getroffen. Oh. Auch nicht schlecht. Da, dein Kumpel habe ich getroffen. Oh, 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 oh. Naja, nicht cheaten, Magier. Ja, 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 ja. Zing. Oh, zing. Ganz schön viele Räume, die von abgehen. Wir sollten wahrscheinlich nacheinander abgehen. Hm? So, Auge. Zu viele Stacheln und wir haben Fußpuls. Und die Augen müssen. Au! Weg. Die müssen ganz schnell. Au! Weg. Sonst treffen die uns irgendwann. So. Ihr beiden könnt auch mal sterben. Sehr gut. Sonst ist hier nur ein bisschen Kleinkram zu kaputt machen. Auch so ein Hühnchen wäre nicht schlecht. Aber gucken wir mal weiter. Yeah. Der Raum ist interessant. Ich glaube, da verballere ich mal ein bisschen Mana. So. Ach so, der funktioniert wirklich nur außerhalb. Also nur die, die direkt vom Feuer getroffen werden, kriegen Schaden. Nicht die, die sich auch innerhalb von dem Ring aufhalten. Davon bin ich irgendwie mal ausgegangen. Oh. Also, dass wir einen Feuerring um uns haben und einfach jeder, der innerhalb des Rings ist, kriegt Schaden. Aber Pustekuchen. Nur die, die vom Ring selber getroffen werden, kriegen Schaden. Aber sonst wäre es wohl zu mächtig. Oh. So, kein Mana. Fast keine Lebenspunkte. Keine gute Ausgangslage. Aber wir haben schon mal 668 Gold. Oh, stimmt, wir sind klein. Aber ich glaube, den da will ich umbringen für Lebenspunkte und Mana. Denn als Magier kriegen wir hier einen ganz schönen Boni auf gekillte Gegner, was die Mana-Punkte angeht. 6 Stück müssten es sein. Oh. Also einen kriegen wir durch unsere Balance-Rune. Und der Rest ist halt vom Archmage als Klasse. Zing, zing. Oh, Hühnchen, sehr schön. Raum. Und Übergangsraum, sehr schön. Das wäre dann die Hölle da unten. Jo. Zing, zing.
ich sollte nicht zu viel riskieren hier. Aber wenn sie geschmissen haben, sind sie eine Weile lang ungefährlich. Aber da unten nicht so gut. Nee, 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 nee. Komm weg hier. Das geht jedes Mal ins Auge, wenn ich einen kleinen Abstecher in die Hölle mache. Dann wird es doch länger und dann bin ich tot. Oh, sehr schön. Über 1000 Gold. Mission erfüllt. Und das als Magier. Kann ja nicht angehen. Aber ja, wir kommen langsam in das Stage, wo der Normalmodus wirklich gut spielbar ist. Oh, kann ich denn nicht? Ah. Und wo wir selbst mit, in Anführungszeichen, schlechteren Klassen oder noch nicht so gut ausgebauten Klassen einigermaßen gut vorankommen. Und wenn nicht gut ausgebaut, meine ich primär, wir haben Mana nicht erhöht, wir haben magischen Schaden nicht erhöht. All so ein Gedöns, den man als Magier halt brauchen würde. Oder Spellsword oder was auch immer. Matching. Ist hier irgendwas? Nö. Keine Kiste. Dann können wir auch weiter. Wow, viele Gegner. Und eine Kiste. Warte mal. Kiste ist in der Mitte von dem nächsten Raum. Mal gucken. Und hey, die Zaubersprüche können schon Magier one-hitten. Das ist doch mal praktisch. Da wird die Kiste. 1500 Gold. Unser Zwergenmagier geht richtig ab. Oh. So. Ching, ching. Oh, Tagebucheintrag. Der Vollständigkeit halber. Nee, 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 nee. Ja. Irgendwie haben die Zombies alle Hosen, sagt er. Sehr wichtige Information. Aha. Wir waren nur zu klein. Was benutzen wir da? Ich probiere mal den hier. Boah, klappt ganz gut. Oh. Und letzter Spruch. Jetzt wird's ungemütlich. Weil jetzt müssen wir viel zu nah ran, um ihn zu treffen. Sag ich ja. Oh. Oh, oh, oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Das wäre ein würdiger Tod, aber ein Sieg wäre richtig gut. Ich glaube, der bringt nämlich auch so eine Spezialkiste, die Stats droppen kann. Und die können wir immer gebrauchen. Auch wenn ich nicht weiß, ob die zu unseren Stats einfach draufgerechnet werden. Oder ob das einfach die nächste Stufe in der Burg freischaltet. Falls ihr versteht, wo der wichtige Unterschied dabei ist. Das heißt, wenn wir jetzt Stärke bekommen würden, würde das nächste Mal Stärke aufstufen noch mehr kosten. Wenn dem nicht so wäre, wäre es quasi extra. Ja, ich verplapper mich schon wieder die ganze Zeit. Ein Bluthelm. Der immer noch nicht ganz so hoch oben auf der Priorität liegt. Also am Anfang fand ich die Blutausrüstung ja richtig toll. Komm ich durch? Jo. Fand ich die Blutausrüstung richtig toll. Aber die Sache mit den Lebenspunkten ist doch ein ganz schöner Haken. Also für alle Klassen außer Barbar. Und der Barbar macht zu wenig Schaden. Also nee. Oh, oh. Das war der falsche Spruch. Oh. Komm, schieß, schieß. Jo. So, du bist kaputt. Mana. So, ihr seid fast alle kaputt. Oh, wo kommst du her? Du warst. Wir haben deinen großen Bruder umgebracht. Aber trotzdem habe ich einen ganz schönen Respekt vor denen. Weil die ja teilweise doch die Richtung ändern. Dann ist nicht so schön. So. Hier ist gar nichts mehr. Okay. Aber hey. 2000 Gold. Hätte ich echt nicht gedacht. Und ich denke, wir werden jetzt daran sterben. Oder auch nicht. Links und hoch. Okay. Wusch, wusch. Dieser Doppeldash ist gewöhnungsbedürftig. Hier war irgendwo noch so ein Stachelding, oder? Nee. Okay. Zombu? Nö, auch kein Zombu. Zombu. Oh. Schockwelle erwischt. Na gut, Lady Tasha hat sich wacker geschlagen. Eine ganze Reihe voll und noch ein bisschen extra und ein Semiboss. Was war eigentlich in der Truhe drin? Achso, Bluthelm, genau.
So, jetzt bitte was Ordentliches. Assassin, Spell Thief, Paladin. Jo. Und ist sogar mein Name. Schick, schick. Also, was geben wir unserem Paladin immer? Doch irgendwas Blutartiges? Weniger Schaden. Plus ein Vampirism. Der Helm macht viel, viel weniger Lebenspunkte. Guardian-Helm. Nö. Brust hat er schon das Beste. Bloodcape. Minus 30. Dafür ein Vampirism. Also 30 Gegner töten. Dann rentiert es sich. Ich bin mir schon ziemlich sicher, dass wir als Paladin jetzt gut durchrennen werden. Aber wir müssten dann noch mehr Gewicht freischalten. Wir brauchen mehr Blutruhen. Wir kriegen wenigstens keine Abzüge. So, also einmal Gewicht hätte ich gerne. Die Lebenspunkte. Komm, gib mir das Blutgeld. So. Mist. Ein Punkt fehlt noch. Das wird jetzt nicht reichen, um das... Ja, genau. Okay, wir haben das Blutcap freigeschaltet, konnten es aber nicht anziehen. Das heißt, der Paladin ist jetzt nicht so viel besser als seine Vorgänger. Dafür ist er ein Paladin und er hat meinen Namen. Also wird das jetzt ein richtig schönes Leben. Ja, sofort Hühnchen. Das ist zwar absolute Verschwendung, aber sofort Hühnchen. Um nicht zu sagen, instant Hühnchen. Und ich glaube... Überspringen wir hier ein paar Gegner. Versuchen, in den Wald zu kommen. Oder ich probiere die beiden hier. Denn wir haben auch einen richtig schönen Zauber dabei. Na? Wusch. Wow. Wow, wow. Hey, das war ein richtig schöner Anlauf. Also ja, die zig Tonnen Stacheln, die hin und her gepingpongt sind, haben geholfen. Aber auch sonst... Blutracer. Ich sehe ein Muster. Das Spiel will, dass ich Blutzeug nehme. Und ich gehe jetzt doch nicht in den Wald, weil der Weg dahin zu stachelig ist. Zing. Zing. Maya? Maya. Könnt kein Springen. Oh, wir haben Doppeldash. Ich glaube, selbst mit Doppeldash kommen wir da nicht rüber, oder? Nein. Ich wollte gerade sagen, gehen wir kurz zurück und testen es einfach aus. Aber um zurückzugehen, muss ich ja dashen. Also gut. Nehmen wir an, ich stehe jetzt hier. An dem Abgrund hier. Also da unten werden jetzt überall Stacheln. Da muss ich wie weit ungefähr gehen? So einen halben Bildschirm. Sehr knapp. Aber könnte gehen. Ich glaube, dreifach Dash wäre sicherer. Aber wann hat man schon mal dreifach Dash da drin? So zufällig im Runenset. Das glaube ich nicht. Oh, zwei Kisten. Da hau ich doch... Oh. So war das nicht geplant. Oh, 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 oh. Und cheatende Magier. So. Viel zu viele Lebenspunkte verloren. Und Gold, das in der Mauer feststeckt. Auch nicht schön. So. Noch mehr Gold. Und jetzt können wir alle Gegner so eine Weile umbringen. Du was? Du was? Du was? Du was? Hier war auch noch was, oder? Ich habe ja doch ein bisschen was übersprungen. Jo. Oh. Kaputt. So. Da unten gucken. Keinen Schaden nehmen. Ha. Na.